Ja, hey, willkommen, mein Name ist Dani Roll P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge sind wir zurück zur Titania gewandert, haben einen Miniboss erledigt, haben ein bisschen die Story weitergemacht und ja, wir zurücklassen daneben. Wir haben diesen Wald da hinten entdeckt. Der Wallwald. Aus irgendeinem Grund habe ich da ein Stufe Rot Monster. Also gehen wir mal dahin. Also nehme ich mal an, ich war schon mal da. Oder die werden irgendwie automatisch eingetragen von diesen Monstern-Suchern. Aber keine Ahnung. Wir gehen jetzt mal da rein und gucken, was da abgeht. Aber wir waren da noch nicht. Und ich will da rein. Hallo. Langsam fangen. Prüfen. So scheinst du nicht durchkommen zu können. So was hatten wir auch schon mal. Nur halt mit Magie, ne? Das Schild aber. Hallo. Wenn ich schon mal. Ist das nicht hier der Ort, wo wir dieses Dingen, wo wir diesen Dings gefunden haben? Hat von euch irgendwas? Nö. Ist das Level 48, okay. War ich hier schon mal? Ich bin jetzt so verwirrt gerade. Da habe ich Feuerangriffe hier, ne? Ist nicht direkt Feuer, aber ja, eigentlich ist es Feuer, ne? Feuerkrone, es ist Feuer und Wind. Okay. So wie dazu. Ich habe mir halt ja so gemerkt, irgendwie neuer Kochlevel hat oder so, war erst 11, ne? Ja, bei Magellos, bei Magellos habe ich das ja so gemacht, dass ich auf Kreis alle Feuer angefahren, weil der Kreis ist rot, deswegen Feuer. Ich mir so als Brücke aufgebaut und Dreieck ist na Wasser. Wie die es nicht wissen, Viereck und X sind meine ja Standardangriffe. Nee, nee. Ja super, ich kann ja nicht durch. What? Wieso nicht? Ja, voll der Bär-Scheiß, ey. Ja, super. Wir schon mal umsonst hingegangen, geil. Gut, dann wieder zurück. Warum gibt er mir einen Ort, wo ich noch nicht rein kann? Also, dann war ich ja definitiv noch nicht. Teleportieren wir uns mal einigen Orten in jetzt gucken, irgendwie auf der Karte irgendwas ist oder so. Perischer Thron, Lothringen. Ich meine, irgendwas habe ich vergessen. Ich weiß noch nicht mal was. Ja, würde ich sagen, wir gehen einfach weiter. Ne? Also, in der Story halt. Wenn hier irgendwie nichts zu tun ist. Einzige, wo ja was zu tun ist, ist ja dieser blöde Strand hier. Das Strandgebiet. Aber da kann ich ja nicht hin. Weil wegen Gründe. Und wenn ich jetzt hier weitermache in der Story, kann ich wahrscheinlich wieder nirgendwo hin, ne? Sieht's doch mal aus. So, Lionel Werft, mein Gott. Ist das weit weg. Lionel Werft. Cutscene. 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 Da. Muss ich doch. Als ob wir jemals irgendwo hin düsen, ohne eine Cutscene mittendrin zu haben.効果はやらないより増しって程度だろうけど。強行突破なら分かりやすくていいさ。副長、前方に漂流中の船を発見。幽霊船かの？星稜の船です。救助信号機を上げてます。分かった。雪原しろ。助ける気？敵の船よ。救助信号機に敵も味方もない。これは船乗りの鉄則だ。やれ。決まってる。 海賊だって救助信号機で騙し討ちなんてしないよ。助けた後身ぐるみ剥ぐけど、
万一罠なら皆殺しにする。それだけのことだ。面倒ね。Nicht gut, dass er noch ehrenhaft ist als Pirat. Ich bin Captain Jack Sparrow aus Kingdom Hearts. Parley. Beimik, Saretoma ist noch da. Hi. Kono Ninzu nara, Fune ni zmikon de aru bun de tarir to omou. Seiryou no Fune ni shicha, yake ni Ninzu ga sukunai na. Watashi ga Seiyin wo odoshite 無理に出航させたからです。テレサ。無謀は承知でしたが、まさか海賊病にかかるなんて。でもいいわ。こうしてあなたたちに会えたのですから。そんな体で勝てるとでも？勝つのはあなたたちです。私を利用して。どういうこと？聞かなくていい。どうせ罠よ。リオネル島にはクーマ・ディースがいます。警備隊マシは私の弟オスカ。あいつなら。Das habe ich mir schon irgendwie gedacht。オスカがメルキオル様が新たに開発した決戦術式を身につけていてもですか？精霊の力を。限界を超えて引き出す術、その威力は通常の精霊術とは比較にならない。勝てたとしても無事では済みませんよ。なぜそんな情報を知らせる？その術はまだ未完成なのです。使えば命の保証はありません。私はオスカーを助けたい。私を人質にすればオスカーは手を出せません。あなたたちはその隙にクーマを奪って逃げればいい。精霊を裏切るっていうの？あの子に変えられるものなんてこの世にないわ。信用できないのも当然。薬はいりません。私の命を預けますから。オスカ、助けて。テレサ様。それなりに役に立ちそうな話ね。とにかく船に乗せて薬を飲ませて。Ja, da kommen die Parallelen zwischen ihr und Velvet, ne? Habe ich gar nicht mal so bedacht, ehrlich gesagt. Aber das stimmt. Mein Name Bruder. Ich ist noch nicht so bedacht vorher. Weil es gab ja noch nicht so eine Situation jetzt im Moment. Seelen の力を限界を超えて引き出す術か。本当なら手ごわそうだ。メルキオルの野郎が作ったと言っていたな。Ich bin ein bisschen überlevelt, vielleicht. ていた件と関係あるのかもの。もしそうなら、まともにぶつかるのは得策じゃないな。しかし、なぜテレサはあそこまでオスカーを守ろうとするんだ？オスカーはアスガード王家を祖に持つ名門貴族。ドラゴニア家の次男、聖霊との結びつきを強める思惑から聖霊に入れられたそうです。家の都合か。よくある話だな。テレサも彼を追うように聖霊に入り、ずっと影日向にオスカーを助けてきました。つまりあやつも貴族か。おとなしくお嬢様しとればいいじゃろうに。いえ、テレサの母は正式な妻ではなく、その身分がよくある話です。それも制裁に疎まれて母は死に、私はただの召使いとして
ドラゴニア家に使いました。暗く冷たい家。でも、あの子が、オスカーだけは私を姉上と呼び、家族として慕ってくれた。姉が弟を助けるのに、理由が必要ですか？体調は戻ったようね。薬のことは感謝します。死なれたら人質にできないからよ。クーマはどこ？この先のベイルド荘野を進むと、古代王国の遺跡があります。そこが地脈点。オスカーも一緒にいるはずです。あの、一号は？あれは、アルドリウス様に取り上げられました。今の私に、大魔師の力はない。つまり、私を生かすも殺すもそちらの自由です。オスカーを助けたら、気の済むようにして結構。望み通りにしてあげるわよ。全部ね。OK。わかってるわね、フィー。気を許しちゃダメよ。うん。Ja, natürlich. Mitten in der Story, wir können ja nicht einfach raus. Aber ich habe so was im Verdacht, was ich irgendwie im Verdacht erst hatte, war, dass die irgendwie so was gemacht haben, was Rokuro hat, weil. Hallo. Ich habe jetzt hier schon für ihn. Das sind alles Effekte, die ich nicht gebrauchen kann. Weil Oscar, der hat ja ein Auge verloren. Deswegen habe ich gedacht, er hätte jetzt vielleicht so was wie Rokuro, also auch so ein Dämonenauge oder irgendwie sowas. Und mein zweiter Verdacht war, dass der irgendwie, dass die irgendwie den irgendwie in Therion geben, hätte ich vielleicht mal aussprechen soll, weil jetzt klingt das schon wieder so, als hätte ich so sagen können, ja, ich habe das alles vorher gewusst, ne, das überrascht mich nicht. Ich sollte echt mal meine Gedanken aussprechen. Anstatt immer später erst zu sagen, ja, das habe ich mir so gedacht. Nächstes Mal mache ich das. ここは今でこそ無人島ですが、遺跡が示すように、かつて何度も文明が栄え、滅んだ場所、海流、気流、地脈の流れがこの島に集中しています。それは同時に、汚れの集中点を意味するのです。だから、文明が栄えたり、滅んだりしたの。ええ。そして、ここで生き絶えた人々の人々は、今はなお消え去ることなく、さまよっているのです。繁栄した分、死滅した命も膨大なんじゃよ。本来なら、汚れを感化することなく、真っ先に対処すべき場所なのですが。金主復活を目論む清涼にとっては、最も対処したくない島第一位じゃろうって。汚れに満ちていながら、人がほとんどおらぬ。これほどまでに都合のいい場所はないでの。この島には、クーマを置かない手はない。Mir ist auch während der letzten Cutscene, wo wir die ganzen Protektoren, heißen die, ne, getroffen haben, also Artorius und seine Crew halt, ist mir auch aufgefallen, dass wir noch keinen einzigen von denen erledigt haben. Und ja, so langsam habe ich das Gefühl, Oscar wird der Erste sein, der fallen wird. Und zwar sehr bald. Wir können uns ja ausruhen. Ach, wir können ja kaufen. Hi. Boom. Wenn du schon wieder neue Sachen hast, ne? Ich habe nicht so viel Geld, ne? Das wächst mir nicht aus den. Könnte mich hin antun, ey. Und da Katztruhe. Stimmt. Kann ich nicht öffnen, ne? Nein. Dreck. Ja, ich brauche ein bisschen mehr als 3. Ich brauche ein bisschen mehr als 5. Keiner Trank. Ja, muss ich wieder hier jeden einzelnen Ort hier umdrehen, um irgendwie genug Seelen zu bekommen. Wahrscheinlich, wenn ich da reingehe, sind direkt noch mehr, ne? Also Katztruhen meine ich.
は御座以来になりますか。ですが、それほど久しぶりとも思えません。裏切り者エレノア・ヒュームの情報はよく耳に入ってきましたから。海賊病は大丈夫ですか。問題ありません。サレトーマはちゃんと飲みました。相変わらずひどい味だったでしょう。新人対魔師の歓迎会で飲まされたことを思い出しますね。なぜ清涼を裏切ったのですか。巡察官という重職を任されていたのに、本当なら巡察官にはオスカーがなるはずだった。内示だって出ていたのに、あなたが強く希望したせいで優しいあの子は役目を譲ったのです。知らなかった。オスカーに内定していたなんて。その結果、オスカーは危険な監獄島に回り、あんな大怪我を負ってしまった。そして今、あなたはオスカーを倒した敵の元にいる。私には理由を知る権利があるはずです。人々を救いたいという思いは今も変わりません。ただ私は清涼とは別の道を見つけたいんです。許せる理由ではありませんね。許してもらえるとは思っていません。あなたがオスカーのことで妥協しない人なのはよくわかっています。その通り。私がそういう人間であることを仲間によく伝えておいてください。オスカーを守るためにはあなた方に信用してもらう必要がありますから。話すことはそれだけです。わかりました。Ja. Na ja, wir sind eine bunte Truppe hier. Da ist noch ein Ausrufezeichen. Und hier ist ein Baum. Jetzt kann ich hier surfen. Geil. Was ist hier denn wieder? Seinen nur Lukechi, das hat der Kita Kotogarkido. Mittero, da geht der Kimmen aus Kumu. Jana Shimadana. Muyamini Arukimavarto, Abunai des Jo. Wakat der Rutte. Demo. Isikino Kanji Karasurto.相当な文明があったのは間違いない。お宝の匂いがプンプンするんだよな。洞窟者の取り締まりは厳しいですよ。清涼が怖くて海賊はやってらんねえだろ。宝探しを止めはしないが、危なくなっても助けはないぞ。分かっているな。あいあいさ。お、スペーション。ボーム。Next nice. Geht da wieder raus.Reich des alten Königreiches, okay. Was mich wirklich stört ist, ich habe, es ist schon ein bisschen her, seit ich Tales of Vesperia gespielt habe, und ich habe so das Gefühl, viele Orte, die wir hier sehen, könnten Anspielungen an Tales of Vesperia sein. Und ich bekomme sie einfach nicht mit, weil ich zu doof bin. Ja, was ist denn jetzt...Erst mal gucken, wo ist denn hier so ein Ding? So, leiden ist die Barriere, okay. So muss ich die wahrscheinlich ausstellen, ne? So, du bist so ein Golem, ne? Ja. Boom. Hi. Diffuser. Das ist ein epischer Name. Boom. Boom.Und Mystic Art, boom. Boom, boom, boom. Ich treffe alle. Ich treffe nicht alle. Alter! Habe ich letztens gesagt, dass sie irgendwie diesen super starken Therion hier erwähnt haben oder Malak? Das hat nicht so ein harter Kampf wird, weil ich vielleicht ein bisschen überlevelt bin. Ja, sieht man schon, wie er hier ausgeht. Von den normalen Gegnern hier auf die Fresse.892, das ist viel Erfahrungspunkte. Ich habe bekommen. Hi. Gesegneter Baum. Erst. Hey, gegen euch habe ich doch in diese Dings gekämpft hier. Diese Arena, oder? War zu spät. Weiß, dass es zu spät war, müsst ihr mir nicht sagen. Boom. Nein, jetzt. Da. Leute, halt auf damit.Mogi.
schon jetzt Vorwärtsschritte machen zu ihm. Tales of Graces ist mir aufgefallen. Wir können uns ja frei bewegen im Kampf. Also ich wollte. Also voll modern eigentlich, ne? Der Kampfsystem so ist. Höllentor, das kommt mir bekannt vor, der Name. Die Musik, die schwankt irgendwie so komisch. Die wird manchmal so laut. Also, ja, die wird manchmal leise, meine ich. Ich meine, manchmal ist die normal. Dann wird die irgendwie voll leise. Schon beinahe still. Das ist irgendwie komisch. Ah. Ich bin übrigens immer noch nicht den wahren Velvet-Titel, ja. Dass ich Velvet 300 Mal zu Kampfbeginn gesteuert habe, hat mich irgendwie verwundert. Ich habe sie, weiß nicht, schon eine ganze Weile hier immer an erster Stelle. Nee, Magie, boom. Aber langsam müsste doch mal hier irgendwie. Verdammt nochmal. Die dauernd mal gesteuert haben. Also ein bisschen stört sich. Ich werde wahrscheinlich nicht. Ach man. Ja, wahrscheinlich nicht alle Titel oder so bekommen in diesem Spiel. Was mich ein bisschen stört, weil da müsste ich verdammt viele Sachen machen. Nein, die ganzen Sachen wie, weiß ich nicht. Weil einige Sachen kann man ja farmen, wenn ich irgendwie weiß ich nicht. Jeder hat ja so einen Titel irgendwie, setzt irgendwie 10.000 Mal Malak Arts oder 10.000 Mal verborgene Arts ein und so. Da kannst du ja zur Not irgendwie. Ich habe mich schon nicht bekämpft. Da kannst du ja zur Not irgendwie farmen, indem wir irgend. Oh Gott. Indem wir weiß ich nicht. Irgendeinen Kampf gehst, den ich irgendeine Ecke stellst und die ganze Zeit irgendwie einen Angriff spams hier. Ja, das ist jetzt nicht so ein Problem, aber so Sachen wie. Weiß ich nicht. Muss ich nicht zeigen. Steuer einen Charakter irgendwie 300 Mal zu Kampf beginnen oder so. Also die ganzen wahren Titel, ja. Die würden ja ewig dauern. Da lässt euch gar nichts dann. Jetzt lässt euch dann. Weil das sind schon ganz schön heftige. Oder hier die Mystic Arts. Setze so und so viel Mystic Arts ein. Und ich tue eben jeden Kampf schon hier irgendwie Mystic Arts einsetzen. Also. Wäre jetzt nicht gerade so sparsam, also ich tue in jede Sekunde ja fast Mystic Arts einsetzen. Trotzdem dauert das irgendwie ewig, die Titel aufzuleveln. Also ja, so am Ende des Projekts werde ich nicht alle Titel haben, so wie in meist wie in zum Beispiel Tales of Graces F. Also ich setze mich irgendwann so richtig derbe hin und tue die alle farmen. Ja, bezweifeln werde. Ich tue schon jetzt eigentlich sehr viel Zeit hier investieren. Ich tue nur einmal in der Woche aufnehmen und dann direkt 5 Parts, ne? Oder 4 Parts in letzter Zeit. Ich will eigentlich 5 Parts aufnehmen, aber ich hänge dann immer mit 4 Parts irgendwie am Ende. Und dann habe ich einen Tag in der Woche irgendwie nichts hochgeladen, was mich ein bisschen stört. Und ja, dazwischen tue ich dann immer so ein paar Sachen irgendwie farmen oder so, oder Ausrüstung hier lernen und so. Und dann kommt immer mehr Sachen noch, die ich irgendwie machen muss. Also richtig vorankommen tue ich nicht. Ich habe das Gefühl, wenn man jetzt meinen könnte, dass ich nicht so schwach bin. So, da ist ein grünes Ding. Also die Dinger sind auf jeden Fall eine Anspielung der Hysteria. Sind diese Zeichen von diesen 4 Typen. Boom. One Punch. Okay. Aber ich komme ja schnell an einen Speicherpunkt, würde ich jetzt sagen, einen Speicherpunkt. Und wir kommen an einen guten Punkt hier, wo wir einen Schnitt machen können. Ich muss erstmal alle Gegner hier ignorieren. Kann ich mich? Nein. Habe ich nicht mal wieder zu den ganzen Orten zurückporten. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich würde lieber an so einen Punkt kommen.
nachdem ich irgendwie, was ist das denn hier? Da komme ich auf einen anderen Gebiet auf den Arm nehmen. Muss ich die jetzt schon umstellen für das nächste Gebiet oder was? Muss ich ja ganz heiß hin und her wechseln? Hm? Okay, das kann ich eigentlich ausmachen, ne? Ach, das ist, wenn man von der Seite kommt, ne? Wenn man wieder zurückkommt, glaube ich. Stimmt. Macht Sinn. So, ich muss wahrscheinlich sowieso das Ding aktivieren, aber ich gehe trotzdem erstmal voraus. Na, ich wusste es. Ja, der erste war so ein 0815 Malaknur. Ich sehe jetzt wortwörtlich, der Herrscher ist Unheils, oder wird sie nur so genannt? So als Magilo sie so genannt, habe ich gedacht, da wäre nur so ein Witz, aber ist sie wortwörtlich, der Herrscher ist Unheils, weil das wäre ja im Gegensatz zu Tales of Hysteria vollkommen andersrum, ne? Weil da hat man ja den Hirten gesteuert und musste gegen den Herrscher des Unheils antreten. Jetzt spielen wir den Herrscher des Unheils und müssen gegen den Hirten antreten. Das ist eigentlich sehr clever. Ja, toll, wie soll ich denn jetzt darüber kommen? Hey, was ist das denn? Dafür vollkommen keine Ahnung. Hallo? Oh, nee. What? One Punch. Ja, muss ich ein paar Mal zurückrennen, habe ich so ein Gefühl. Zerstören. Zerstören. Ha. Na, es war so klar. Wir wollen einen Speicherpunkt haben. とっても大切なことなんです。大切？そんなことを思うのですか？うん。感じるんだ。
精霊は道具なんかじゃないから。わかりました、これからはライフィセットと呼びます。ありがとうテレサ様。存外優しいのじゃのテレサ。お兄さん、私はマラキンビアイゼン getroffen。Wie, ich habe keine Gefühle. Ich gebe dir eine Dempsey-Rolle. Dresa und Oscars Fähigkeiten. War. Also ja.世界にたった100くらいしかいない一等隊マシの中でも指折りのエリートなんですよ。ゼロナンバーは戦闘力はもちろん統治能力にも優れ、都市や施設の責任者を任されるセイリョウの要です。問題なのは戦闘力だ。エレノはお前よりも上なのか。はい、私は10ナンバーという彼らより一角下のクラスでした。模擬戦でもテレサの術、オスカーの剣術に圧倒されて、一度も勝利できなかった。あの二人は訓練生の時コンビを組んで一晩で数十匹のゴーマの群れを退治したんですよ。以来メルキオル様に目をかけられているんです。なるほど、手強いな。二人揃ったら厄介だったわ。けど今度の相手はオスカー一人よ。でもオスカーはメルキオル様が開発した新しい術を身につけているはずです。多分厄介ですよ。あんた本当によく知ってるわね。なんか妙だな。そうですか。僕は星稜にいたから。お前どうしてオスカーだけ様をつけないんだ。そこですか。それは同じイケメンとしてオスカーをライバル視しているからです。Natürlich. Natürlich. Allein der Gedanke, dass die Ladies um Info irgendwie geprügelt haben. Ich meine, das ist ja offensichtlich, ne? So, hier mich auch. Boah, ich werde hier. Okay, da war ich noch nicht gut. Werde noch ein bisschen durch die Gegend rumrennen, habe ich so ein Gefühl im nächsten Part. Na, immer noch kein Speicherpunkt. Ihr könnt mich mal. Das ist eine Sackgasse, was ist da? Was zum. Haben die sich wieder versteckt, als ich nicht hingeguckt habe? Sogar auf mich zugekommen, oder? Da ist noch eine Katastrophe. Nein, das gibt's doch jetzt einfach nicht. Mach ich lieber die auf. Weil ich sie mir leisten kann. Oh, die Pizza. 300, sag mal, habt ihr sie noch alle? Okay. Warte mal, kann ich die ganzen Seelen nochmal respawnen? Wenn ich hier so rausgehe. Ich muss sowieso noch mal raus hier, habe ich so ein Gefühl. Die andere Ecke hier erkunden muss. Wahrscheinlich kommt gleich hier wieder ein Skit, wenn ich hier durch die Gegend renne, ne? Vielleicht auch nicht so gut, die ganzen Gegner hier zu ignorieren, aber. Traumgeleben. Den Baum hätte ich vielleicht noch gerne hier, wenn ich mein Geoboard einsetzen kann. So, nein. Wird doch was? Da ist doch kein. Ist überhaupt nichts. Kommt er jetzt schon? Muss mich doch warnen. Okay, aber was Lafisit Nasir sehen wir in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Berseria. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr einen Like, ein Abo, einen Kommentar hinterlassen würdet. Und wir sehen uns in der nächsten Folge.